Beim Feierabendseidel der CSU kam in Sölden, war die aktuelle Versorgung einiger Amberger Ortsteile mit dem Ammertaler Wasser das erste Thema. Hier wurde die Forderung ganz klar formuliert. Amberger Wasser wollen wir haben. Also wir wollen, Fuchsstein-Speckmannshof hat ja eine Unterschriftenaktion gestartet, letztes Jahr im November. Und da haben sich ja 95% für Amberger Wasser ausgesprochen und das wollen wir wirklich endlich umgesetzt haben. Die Antwort von Seiten der Amberger CSU fiel genauso deutlich aus wie die Forderung. Hier müsse den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger schnellstens entsprochen werden. Ja, Amberger Wasser, das haben wir natürlich zur Kenntnis genommen, nicht erst seit heute, nicht erst seit gestern, sondern der Stadtrat hat ja schon in seiner letzten Sitzung in 2011 einen klaren Beschluss gefasst, aus dem Zweckverband auszuscheiden. Nichtsdestotrotz sehen wir uns natürlich als CSU-Stadtratsfraktion und als CSU verpflichtet, den Speckmannshofer und Fuchssteiner Bürgern auch das Amberger Wasser zu geben. Und wir haben das so zusammengefasst unter dem Motto Amberger Wasser für Amberger Bürger. Deshalb tut die Stadt und die Stadtwerke Amberg gemeinsam alles, dass wir das auf jeden Fall noch dieses Jahr hinbringen.